Karl, der Transformer-Truck. Hey, Pico, was ist passiert? Sieht so aus, als hättest du einen Unfall gehabt. Ich weiß, zum Glück sieht es nicht so schlimm aus, aber du brauchst definitiv etwas Hilfe. Tom ist auf dem Weg, die Rettung naht. Schau, Pickle, hier ist Tom, der Abschleppwagen. Tom, kannst du Pickle jetzt abschleppen? Was ist los, Tom? Du denkst, Pickle ist zu schwer wegen der Kartons auf ihrer Ladefläche? Keine Sorge, Pickle. Ich habe eine Idee. Warte hier, bis ich Supertruck geholt habe. Er wird dir helfen, nach Hause zu kommen. Hey, Karl, wir brauchen deine Hilfe. Pickle, der Pickup, hatte einen Unfall. Wir müssen sie nach Hause bringen. Hilfst du uns? Großartig. Auf geht's. Also, in welches Fahrzeug wirst du dich heute verwandeln, Karl? Natürlich, ein Abschleppwagen ist die erste Wahl. Zeit, sich zu transformieren, Karl. Perfekt. Auf geht's, suchen wir Pickle. Dort drüben, Supertruck. Schau, Supertruck ist hier, Pickle. Tom, Supertruck übernimmt ab hier. Vielen Dank, dass du versucht hast zu helfen. Auf geht's, Supertruck. Bring Pickle nach Hause. Jawohl, so wird das gemacht. Vorsicht! Perfekt, Supertruck. Dann bringen wir Pickle mal nach Hause. Hier rechts. Oh ja,
Hier sind wir richtig. Du kannst Pickle abladen. Vorsicht! Perfekt, Supertruck. Also, du warst eine Riesenhilfe, Supertruck. Dankeschön. Tschüss, Pickle. Mhm. Pass auf dich auf. Zeit, nach Hause zu fahren. Hallo, Francis. Was ist passiert? Oh, eine deiner Gabeln ist kaputt. Wie willst du jetzt die Ladungen bewegen? Oh, du musst bis heute Abend fertig sein mit deiner Arbeit? Du brauchst definitiv Hilfe. Keine Sorge, Francis. Wir fragen Karl, den Transformer-Truck. Er kann dich für einen Tag ersetzen. Er wird sicher helfen. Du wartest hier, ich hole Karl. Hey, Karl! Aufwachen! Wir brauchen deine Hilfe. Aufwachen, Schlafmütze. Francis, der Gabelstapler, braucht deine Hilfe, um Dinge zu bewegen. Kommst du? Großartig! Auf geht's! In welches Fahrzeug wirst du dich heute verwandeln, Karl? Natürlich, in einen Gabelstapler. Zeit, sich zu transformieren, Karl. Auf geht's, Karl! Die Ladefläche brauchst du nicht mehr. Hinten fehlt ein Gegengewicht. Jetzt der Stapler. Und zum Schluss die Gabeln. Perfekt. Du siehst fast so aus wie Francis. Auf geht's, suchen wir ihn. Schau, Karl. Francis, der Gabelstapler, wartet auf uns. Schau mal, Francis, wer da ist. Großartig. Na dann mal ran an die Arbeit. Großartig. Karl, lass mich dir zeigen, wo die Kästen hin sollen. Komm mit. Da vorne. Und jetzt links. Hier ist der Lagerbereich. Ja, da sollen die Kästen hin. Gute Arbeit. Großartige Arbeit, Karl. Wir haben nur noch ein paar Kästen übrig. Das läuft ja super, Karl. Großartig, fast fertig.
Die müssen alle hier abgeladen werden, Karl. Das machst du super. Na also, Arbeit erledigt. Vielen Dank, Karl. Das hast du großartig gemacht. Zeit, nach Hause zu fahren. Tschüss, Karl. Bis später.